Treffen mit der Flinte ist reine Übungssache. Und da haben wir genau das Richtige. Im brandneuen Seminar Individuelles Flinten-Einzeltraining mit Hendrik Strothmann kommen Sie rasch zu Ihren Treffern. Der Flintenprofi macht Sie in 2 Stunden fit für die nächste Treibjagd. Und dabei setzt der Experte schon bei den Grundlagen an. Ich würde mir jetzt zum Anfang einfach ganz gerne mal einen Überblick verschaffen, wie du mit der Flinte hantierst. Also wie deine Anschlagtechnik ist, wie du guckst. Wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir nachher raus und fangen in der Mitte einfach mal mit einfachen Tauben an, damit ich einfach mal ein bisschen sehe, wie du schießt. Besonderheit bei diesem Seminar ist ganz klar die individuelle Betreuung des einzelnen Teilnehmers. Kein Fehler bleibt dabei verborgen. Auf nahezu jeden Wunsch kann der erfahrene Flintenleger eingehen. Egal ob blutiger Anfänger oder fortgeschrittener Flintenschütze. Für Jäger besonders interessant, Strothmann erklärt Flintenschießen für den Jäger. Da trifft am Ende jeder Teilnehmer seine Tauben. Ich habe erstmal schlecht angefangen, er hat relativ schnell gesehen, was ich falsch mache und hat mir relativ schnell im Prinzip gesagt, was ich anders machen muss. Das hat auch meiner Meinung nach relativ schnell funktioniert. Also unterm Strich kann ich wirklich sagen, das hat wirklich sehr viel gebracht. Wenn du so stehst, kommst du hier flacher an den Schaft. Aber wie sieht denn nun ein gutes Flintentraining aus? Ein optimales Training würde so laufen, dass man ein gutes Grundlagentraining hat, damit man die Passform der Flinte überprüft, dass man guckt, wie passt meine Anschlagtechnik dazu zusammen. Was übe ich zu Hause, um selber besser zu werden, ohne Schießlehrer? Das ist so ein bisschen wie Hilfe zur Selbsthilfe, dass man sagt, alles klar, ich will ja auch selber besser werden, ohne dass der Schießlehrer dabei ist. Und dann ist Training so aufgebaut, dass man zum Anfang einmal einen Termin macht, dass man die Grundlagen klärt. Dann ist das vielleicht auch mit ein bisschen Hausaufgaben verbunden, wenn die Schützen sich weiterentwickeln wollen, dass sie auch zu Hause mitarbeiten. Dass man vielleicht mal eine Notiz macht im Training und sagt, alles klar, wir setzen uns nach dem Training zusammen und sagen, schreiben wir noch die wichtigsten 10 Punkte zusammen, was muss ich denn jetzt machen, damit ich selber besser werden kann. Den ersten Schritt kennen Sie ja jetzt bereits. Also ab zum Flintentraining mit Hendrik Strothmann und Feuer frei.